Erzberg an der Elster lud über die Pfingstfeiertage wieder ein, zu dem kleinen, aber feinen Pfingstrock-Festival im Botanischen Garten. Das vielfältige Festivalprogramm zog wieder zahlreiche Gäste in ihren Bann. Auf der Bühne standen unter anderem Ennio, Gewinner des New Music Award 2022, und die Band von Paula Carolina, welche aktuell im Bereich Independent als Nachwuchsikone gefeiert wird. Besonderes Highlight, insbesondere für die Jüngsten, war wieder das Pfingströckchen am Sonntagnachmittag. Diesmal begeisterte das Theater aus dem Koffer den Nachwuchs der zahlreichen Festivalbesucher. Insgesamt hat sich der traditionsreiche Pfingstrock in Herzberg-Elster damit auch unter der neuen Festivalleitung bewährt.